Die Timea ist dann die Reporterin und befragt euch dann dazu. Nein, sicher. Du bist heute die Hauptperson. Also, Britin findet Frosch in Salatpackung. Wenn euch das jetzt nicht einfällt, wie heißen sie? Was ist passiert? Die W-Fragen, ja? Wann ist es passiert? Wo ist es passiert? Warum ist es passiert? Dann kannst du nur fragen, wie wir vorhin gesagt haben, welche Folgen hatte das? Vielleicht isst die Frau jetzt nie wieder Salat, sondern nur mehr ein Big Mac. Ja? Oder nur mehr Eiernudeln. Ja? Das kann ich jetzt, weiß ich nicht, die Folge von dem Ganzen. Das Wort spricht sie mehr von den Wort auf der Nachrichten. Wie heißen Sie? Ich heiße Christina. Was ist passiert? Ich kann Ihnen sagen, es ist gerade etwas Schreckliches passiert. Ich habe einen Salat gegessen und da ist ein giftgrüner Frosch drinnen gewesen und dann hätte ich bald den Bein abgebissen und dann hätte ich einen toten Frosch im Mund gehabt. Wann ist das passiert? Das ist letzte Woche passiert. Wo ist das passiert? Bei mir zu Hause. Ich habe im Supermarkt einen Salat gekauft, einen Fertigsalat, bin nach Hause gegangen, habe ihn angerichtet und als ich schon die Hälfte gegessen habe, war plötzlich dieser Frosch, dieses ekelige Ding da drinnen. Warum ist das passiert? Ja, weiß ich doch nicht. Fragen Sie doch den Supermarktmann, warum mir der dieses giftige Viech da hineingegeben hat. Dann fragen wir den Herrn vom Supermarkt. Wie heißen Sie? Hallo, ich heiße Peter. Warum verkaufen Sie einen Salat, wo Frosch drin ist? Ja, das ist, weil wenn der Frosch den Salat isst, dann heißt es, dass der gut ist, weil der Frosch ist grün und der Salat ist grün. Wenn der Frosch den Salat ist, dann schmeckt er gut und deshalb haben wir uns gedacht, mögen die Leute das sicher, wenn sie den Frosch haben, sagt er dann, dass der Salat gut ist. Ja, aber sind Sie wahnsinnig? Ich bin jetzt fast gestorben vor lauter Schreck. Herr Freischütz, der Herr Doktor, wie heißt das?